Wir stehen wieder in meinem Schlafzimmer. Neben mir ist ein Riesenberg an Klamotten. Und ihr wisst, was das heißt. Es geht weiter mit meinem Kleiderschrank aussortieren. Diesmal sind Blusen dran. Es ist sehr viel. Ich frage mich mal wieder, wo kommt es eigentlich alles her? Aber wir probieren das jetzt alles einmal durch und gucken, was bleibt und was geht. Heute ist es super heiß und ich wollte es ja eigentlich vermeiden, dass ich das mache, wenn es super heiß ist und ich schwitze. Aber jetzt sind wir hier. Wir starten mit der ersten Bluse, die an fünf anderen Sachen hängt. Diese hier. So, erstes Teil, die Bluse. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ich finde es mit dem Knoten auch immer ganz cute. Bei Teilen. Oder wenn da vorne wie so ein Cross-Ding ist. Mit einer Jeans wäre das jetzt vielleicht auch ein bisschen besser vom Styling her. Als jetzt mit der schwarzen Stoffhose. Aber ich habe gerade versucht, eine Jeans anzuziehen. Aber ich schwitze da drin einfach dermaßen, dass ich gedacht habe, nee, das halte ich nicht lange aus. Aber diese schwarze Stoffhose ist vielleicht neutral genug, dass man da möglichst viele Blusen zu kombinieren kann. Mehr oder weniger. Ja, also ich finde die Bluse nicht schlecht und die darf bleiben. Die nächste Bluse finde ich an sich nicht schlecht, aber das Problem ist, egal ob es heiß ist oder kalt, ich schwitze in der und man sieht immer direkt diese Schweißflecken unter den Achseln und deswegen greife ich nie zu dieser Bluse, auch wenn ich die an sich süß finde und eigentlich ganz gut finde, aber ich fühle mich in der nicht wohl und deswegen wird sie aussortiert. Bei der bin ich ein bisschen unschlüssig, weil ich mag ja eigentlich diesen Stehkragen immer ganz gerne. Und die hat so einen Spitzenmuster, eine lange Spitze. Und irgendwie finde ich die ganz cool. Aber ich bin gerade nicht sicher, mit was ich die kombinieren kann. Ob ziehe ich das mit so einer Anzughose vielleicht an? Da könnte die schon ganz gut passen, ne? Ich behalte die mal. Ich finde die eigentlich nicht schlecht. So, dann kommen wir zu dieser Bluse und die ist durchsichtig an manchen Stellen, deswegen verdecke ich mir da gerade was. Ich finde die eigentlich ganz cool, weil die so einen klassischen Schnitt irgendwie hat. Also normalerweise würde ich jetzt noch ein BH drunter anziehen, auch so einen schönen Spitzen-BH. Hatte ich auch schon an und es sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, die bleibt. Das ist das nächste Teil und das ist eine Bluse, die ich, oder ein Oberteil, das ich eigentlich sehr, sehr gerne mag und sehr gerne trage. Das ist auch so eins, wo es überkreuzt ist, was ich immer sehr schön finde und man kann die recht gut so stylen, dass die recher ausschaut und einfach cool ist. Aber man kann es auch so ein bisschen mit einem Blazer und einer schönen Hose aufwerten und dann sieht es nach einem coolen Outfit aus, so ein bisschen mehr Business-Style. Und deswegen mag ich die eigentlich ganz gerne. Und die darf auch bleiben. Die finde ich süß, aber da frage ich mich, ziehe ich die noch an? Diesen kleinen Kragen hier in schwarz, kann man die auch wunderbar kombinieren. Aber ich glaube, ich ziehe die nicht mehr an. Wann habe ich das letzte Mal nach der gegriffen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, die sortiere ich aus. Oder was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Bluse findet. Wir nennen sie die kleine schwarze Bluse mit dem süßen Kragen. Dann weiß ich, von welcher ihr sprecht. Und dann schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Dieses Teil habe ich schon sehr lange. Finde ich sehr cool. Aber, also jetzt gerade auch in der Kombination mit der Hose, finde ich cool. Aber man kann volle Möhre meine Nippel durchsehen. Da muss ich mir jetzt auch überlegen, ob man das im Video auch so sieht gleich. Aber ich weiß, in Real Life kann man da sehr viel sehen. Wie sehr stört mich das? Wie steht ihr dazu, wenn ich euch auf offener Straße so entgegenkommen würde? Wie würdet ihr das finden? Also an sich finde ich ein cooles Teil. Aber meine Nippel sagen halt, hallo, wir sind auch hier. Und ein BH darunter anziehen ist super schwierig. Beim Trägern geht eigentlich gar nichts. Und vieles zeichnet sich da auch einfach durch, weil es so ein enges Oberteil ist. Und dann finde ich es auch immer nicht so cool. Vielleicht brauche ich einfach solche Nippelsticker. Kann jemand empfehlen? Kann jemand Nippelsticker empfehlen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn da ein paar coole dabei sind, dann verlinke ich es in den Kommentaren. Weil an sich finde ich das ein schönes Teil und ich würde es eigentlich gerne behalten. Also, ich muss sagen, bei den Blusen heute bin ich sehr unentschlossen und es dreht sich auch sehr viel um meine Oberweite. Aber okay, hätte ich auch nicht gedacht, dass das heute passiert. Bei der Bluse weiß ich nicht so genau. Ich finde die an sich schön. Ich finde auch, dass die mir ganz gut steht. Aber irgendwie tut die auch nicht so richtig was für mich. Aber finde ich die richtig cool? Ich glaube nicht. Aber ich finde die auch nicht schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine stabile Bluse einfach. Ich weiß, dass ich diese Bluse sehr lange Zeit sehr, sehr cool fand. Aber ich habe versucht, gerade die irgendwie cool zu stylen. Gefällt mir da gar nichts, so wie ich es angezogen hatte. Die ist halt so
hinten lang, vorne lang. Jetzt hatte ich es einmal kurz so hier reingestopft und ein bisschen rausgezogen. Aber irgendwie, wenn nicht, gefällt mir das hier hinten dann nicht mehr. Und dann alles reinstopfen, dann hat man sehr viel Stoff in der Hose, was auch irgendwie unnötig ist. Jetzt habe ich überlegt, mit Knoten hier vorne. Aber fand ich jetzt auch nicht so cool. Also ich glaube, mir gefällt das hinten lang nicht so gut. Die wird aussortiert. Dann haben wir hier so ein relativ schlichtes Crop-Top. Und ich finde einfach, mittlerweile habe ich andere, die mir besser gefallen, die ich schöner finde. Und deswegen werde ich das aussortieren. Kurz und schmerzlos. Und auch dieses Teil wird kurz und schmerzlos. Das ist wieder so eine Bluse mit so einem kleinen Kragen und Spitze. Da fand ich die andere, die ich vorhin an hatte, viel schöner. Und die habe ich aber auch aussortiert jetzt erstmal. Vielleicht ziehe ich die nochmal raus. Aber die fühle ich gerade gar nicht mehr und werde sie deshalb aussortieren. Dann haben wir die schwarze Bluse hier. Eigentlich dachte ich, bevor ich sie angezogen habe, die werde ich wahrscheinlich auch aussortieren. Aber jetzt, wo ich sie anhabe, finde ich es eigentlich ganz cool. Gerade auch mit der schwarzen Hose finde ich es nicht so verkehrt. Ich finde es gerade ganz cool, dass so irgendwie 3 cm Haut zu sehen sind. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Frag mich nur, was ich dazu noch anziehen kann, außer diese Hose. Falls ihr Styling-Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Huch, die Kommentare werden voll. Finde ich gut. Schreibt ganz viel rein. Diese Bluse ist ein Teil, von dem ich glaube, dass wir das alle irgendwann mal bei uns im Kleiderschrank hatten. Und zwar habe ich die im Laden anprobiert und dachte so, ja, die finde ich cool, die nehme ich mit, auch wenn sie recht teuer ist. Dann war ich zu Hause und immer wenn ich die anziehen wollte, hatte ich eigentlich kein Teil, das da wirklich dazu gepasst hat. Und deswegen habe ich die noch nie wirklich getragen, heb sie aber auf, weil sie teuer war. Obwohl ich nichts habe, was ich dazu kombinieren kann. Und ich sehe es gerade auch nicht, dass ich was kaufe, was ich dazu kombinieren kann. Weil irgendwie ist sie auch nicht so ganz mein Style, glaube ich. Die wirkt sehr professionell, businesswoman-like und das bin ich halt leider nicht so richtig. Ich finde die immer noch cool. Ich finde den Stoff sehr schön. Ich finde diesen Schimmer schön. Aber ich sehe mich da nicht da drin. Also vielleicht, wenn ich das Video später schneide und mich in der Bluse sehe, ändert sich vielleicht die Meinung und ich denke mir, ja, die ist voll gut. Ich muss sie nur tragen. Aber vielleicht bleibt es auch dabei, dass ich sage, nee, eigentlich bin das nicht ich und ich sortiere sie aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Kann man die so stylen mit so einer vollen Stoffhose? Oder ist das dann wieder nicht passend genug? Also ich weiß auch nicht, wann ziehe ich die an, wie ziehe ich die an? I don't know. Ist das schön oder nicht? Steht es mir? Ja oder nein? Lasst es mich wissen. Die Bluse mag ich ganz gerne, weil die gerade auch mit diesen Anzugstoffhosen immer ganz cool ausschaut. Auch wenn man keinen Blazer drüber trägt. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag die vom Feeling her. Die fühlt sich gut an. Die muss auch nicht so krass gebügelt werden, was ich sehr gut finde. Es gibt ja immer sehr viele solche vom Style her Blusen, die dann immer extrem viel gebügelt werden müssen. Die hängt sich eigentlich immer relativ gut glatt. Und deswegen darf die bleiben. Die Bluse hatte ich gerade schon in der Hand und dachte, die brauche ich gar nicht anzuziehen. Die sortiere ich direkt aus und auch wenn ich sie jetzt anhabe, fühle ich es einfach nicht mehr so mit diesem Glitzerkragen und so weiter. Die werde ich aussortieren, auch wenn sie eigentlich ganz süß ist. Aber ich werde sie aussortieren. Jetzt haben wir wieder so einen Fall von, ich finde die nicht schlecht, aber ich finde die auch nicht umwerfend gut. Was mache ich damit? Die ist relativ schlicht, einfach zu kombinieren dementsprechend auch. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, besonders cool oder hochwertig oder sonst irgendwas. Also die ist halt okay. Ja, schwierig. Ich glaube, ich habe auf diesem vielleicht Stapel schon gefühlt 10 Blusen liegen. Ich glaube, ich werde die alle aussortieren, einfach weil ich es nicht so richtig fühle. Und ich glaube, dann ist es besser, die auszusortieren und nur Sachen im Schrank zu haben, die man wirklich liebt und wo man gerne hingreift. Und das ist so eine, ja, die ist jetzt nicht so geil. Sehe ich aus wie jede Klischee-Bedienung in einem Film. Haut mich auch nicht um, aber ist okay. Vielleicht finde ich die gut im Schneiden dann. Jetzt gerade würde ich sagen, ich sortiere die aus. Aber ich meine, so eine weiße Bluse ist vielleicht auch nicht verkehrt zu haben. Kann man gut kombinieren auch wieder, ne? Das ist auch so ein Vorteil wieder. Ich glaube, ich hebe die mal nochmal auf und wenn ich sie jetzt im nächsten halben, dreiviertel Jahr, ja, nicht anziehen, dann sortiere ich die aus. Aber ich behalte sie jetzt erstmal. So, das ist jetzt auch eine ganz einfache weiße Bluse im Endeffekt, aber ein bisschen besonders mit diesen Gold,
Streifen mit drin und so ein bisschen diese anderen Ärmel und ein bisschen anderer Kragen. Und dann finde ich, sind solche schlichten Blusen eigentlich auch wieder ein bisschen cooler und interessanter. Fühle ich mehr als diese klassischen mit dem Kragen und so. Also die behalte ich, weil ich die echt ganz cool finde. Und die auch ganz gut kombinieren kann, wieder mit meinen Anzughosen, glaube ich. Ich gucke mal, was noch kommt. Hier ist immer noch ein Riesenstapel. Ich weiß nicht, warum ich so viele Blusen habe, weil so viele Blusen trage ich eigentlich gar nicht. Ja, wir machen mal weiter. Da war wieder so ein Teil, das hatte ich gerade in der Hand, dachte, das sortiere ich aus. Jetzt habe ich es an und jetzt finde ich es eigentlich doch nicht so verkehrt. Aber ich glaube, ich habe da einfach Teile, die ein bisschen besser sitzen. Also hier finde ich, ja, wobei, eigentlich sitzt es schon gut, ne? Ist ein bisschen eng am Hals, muss ich sagen. Ich bin gerade wieder super unschlüssig, weil an sich finde ich es schön, aber es sitzt am Hals sehr eng. Wir sortieren es aus. Ich wollte es schon aussortieren, ohne es anzuhaben. Wir sortieren es aus, wir machen weiter mit dem nächsten Teil. Manchmal darf man solche Sachen, glaube ich, auch einfach nicht so überdenken. Genauso wie das. Das ist irgendwie ein ganz nettes Teil, aber nicht so cool und besonders, wie ich irgendwie mir das wünschen würde. Ich habe schönere Teile in meinem Schrank. Es wird aussortiert. Wir machen jetzt schnelle Entscheidungen. Ich glaube, wir machen doch keine schnellen Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Teil finde. An sich nicht schlecht. Hier mit so einem kleinen Knotendetail. Süß. Kragen finde ich irgendwie. Weiß ich nicht. Also entweder ich trage den so oder so nach innen. Aber dann ist. Nee, das ist glaube ich nichts. Finde ich nicht schlecht. Haut mich aber auch nicht um. Kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Aber damit müsste ich es eigentlich aussortieren. Wenn es auf den Vielleicht-Stapel kommt, dann sollte es eigentlich weg. Okay, dann sortieren wir es aus. Dieses Teil habe ich eigentlich immer sehr gerne getragen. Fand ich ganz cool, aber in letzter Zeit habe ich immer gemerkt, hier vorne sind ja so Perlen dran und die sind schwerer und die ziehen es dann immer so nach vorne und irgendwann sieht es so aus und so finde ich, sitzt das nicht richtig und sieht nicht schön aus. Man muss es immer so nach hinten ziehen, damit es wieder richtig sitzt und das nervt mich jetzt und deswegen wird dieses Teil aussortiert. Dann haben wir diese Bluse und die kann man entweder so tragen, wie ich es jetzt habe, oder man kann die hier aufmachen. Und dann hat man diese Schultern hier. Und so habe ich die eigentlich immer getragen. Ich habe die, glaube ich, nie zugemacht. Und ich finde die nicht schlecht. Ich mag die Farbe ganz gerne. Ich finde auch das mit den Ärmeln hier ganz süß. Die behalte ich mal noch. Schon wieder ein schwarzes Teil. Schon wieder was mit Stehkragen. Es ist ein Ding. Ich glaube, in 2 Jahren sortiere ich meinen Kleiderschrank wieder aus und werde sagen, puh, so viele Teile mit Stehkragen, die dürfen alle gehen. Aber aktuell finde ich die eigentlich noch ganz cool. Aber diese Bluse darf tatsächlich gehen. Die kratzt extrem. Die könnte besser sein und deswegen werde ich sie aussortieren. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich bin gespannt, wie viel ich am Ende wieder aussortiert habe und wie viel ich überhaupt hatte. Ich habe überhaupt kein Gespür dafür, wie viele Blusen und so Sachen, Oberteile ich in meinem Schrank hatte. Ich bin gespannt auf die Zahl am Ende. Aber wir machen jetzt mal noch den Endspurt mit den letzten Teilen. Und das ist wirklich ein Teil, das mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich sehr oft auch einfach an. Es sieht immer noch, finde ich, gut aus. Also das ist auch eine ganz gute Qualität von dem Teil. Und ja, finde ich sehr schön und darf bleiben. Das ist auch eine Bluse, die ich wirklich gerne trage und auch häufiger mal anhabe. Die finde ich sehr schön. Jetzt nicht unbedingt mit dieser Hose. Das kombiniere ich gerne anders. Aber ich finde die richtig cool. Ich mag die. Puffärmel bei der. Ich weiß, das ist auch so eine Bluse, da scheiden sich die Geister. Manche mögen die, manche finden die ganz furchtbar. Aber ich gehöre zu denen, die sie gut findet und auch gut an mir findet. Und deswegen darf sie bleiben. Die ist jetzt leider ein bisschen verknittert. Wir müssen uns jetzt einfach vorstellen, dass die glatt und gebügelt ist und schön ausschaut. Aber ich finde auch, das ist eine ganz coole Bluse. Ich mag bei der diese Dreiviertel Armlänge oder halbe Armlänge. Finde ich ganz cool. Und ich mag auch die Knopfdetails hier. Also es ist auch wieder irgendwie eine klassische Bluse, weiße Bluse, aber sieht ein bisschen cooler aus. Mag ich ganz gerne und deswegen darf die auch bleiben. Die finde ich auch richtig schön. Die hat so ein witziges Muster mit so witzigen Bildchen drauf. Finde ich cute. Das ist so eine lässige Bluse. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt mit der Hose, glaube ich, kombinieren, aber das ist ja egal. Ja, die mag ich sehr gerne. Und die darf bleiben. Und ich kann euch jetzt sagen, wir starten mit den Top 3. Jetzt kommen die 3 letzten Oberteile von mir. Das nächste Teil ist dieser Body in dunkelblau mit weißen Pünktchen drauf. Den finde ich sehr schön, sehr cool. Kurz und schmerzlos. Der darf bleiben. Das nächste Teil ist dieser schwarze Body.
Und ich finde den an sich nicht schlecht. Aber ich habe den kaum angehabt oder gar nicht eigentlich angehabt im letzten Jahr. Und ich greife da auch nie dazu. Und deswegen werde ich den jetzt aussortieren. Das letzte Teil für heute ist dieser Body. Und den mochte ich eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne und habe den sehr, sehr gerne getragen. Aber der kratzt. Und anscheinend, also der ist schon sehr, sehr lange in meinem Besitz, aber anscheinend ist man mit Mitte 20 auch gewillt, Klamotten anzuziehen, die schön aussehen, aber nicht so richtig bequem sind oder kratzen oder was auch immer. Aber ich bin keine Mitte 20 mehr und deswegen wird er aussortiert, weil der kratzt. Ich weiß nicht, wie ich das früher ausgehalten habe, weil jetzt alleine, wenn ich den, ich habe den jetzt, keine Ahnung, eine Minute an und ich finde es super nervig, weil ich das Gefühl habe, mein ganzer Oberkörper jetzt juckt irgendwie, weil der so kratzig ist, halte ich nicht aus. Weiß ich nicht, wie ich das früher geschafft habe. Anscheinend ist man da, wenn man jünger ist, noch ein bisschen resistenter dagegen und quält sich dadurch. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt erst in den letzten Jahren angefangen hat zu kratzen. Ja, auf jeden Fall, den sortiere ich auch aus. Das war fast ein Workout für mich, diese ganzen Sachen anzuziehen. Also mir ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr warm und meine Haare haben es auch nicht so ganz gut überstanden. Aber egal. Vom Gefühl her hätte ich jetzt auch gesagt, ich habe gar nicht so viel aussortiert, aber ich habe natürlich wieder nachgezählt und es sind doch einige Teile, die jetzt wegkommen. Ich hatte insgesamt 31 Teile, 16 behalte ich vorerst und 15 habe ich aussortiert. Und das finde ich schon krass. Also ich habe jetzt wieder die Hälfte aussortiert. Ihr könnt gerne mal in die Playlist schauen und ich glaube, bei 4 oder 5 Kategorien, die wir jetzt schon aussortiert haben, habe ich bei 3 oder 4 mindestens die Hälfte aussortiert. Das finde ich schon krass. Und ich finde es auch ein bisschen nervig, muss ich fast schon sagen, dass ich das alles so peu à peu mache und nicht an einem Wochenende. Aber ich bin mir sicher, wenn ich das alles an einem Wochenende aussortiert hätte, wäre nicht so viel gegangen, wie jetzt, wenn ich das pro Kategorie durchgehe. Und ich muss mir jetzt nur überlegen, was ich mit den ganzen aussortierten Sachen mache. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber hier hinten habe ich 2 gelbe Säcke schon voll mit Klamotten, die ich aussortiert habe. Und da muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Ich glaube, beim letzten oder vorletzten Video hat jemand in den Kommentaren vorgeschlagen, das Ganze über eine Plattform zu verkaufen. Und ich habe mir gedacht, das könnte eigentlich ein ganz interessantes Video sein. So, wie funktioniert der Verkaufsprozess? Wie lange dauert es, bis man sein Geld bekommt? Bis man überhaupt was verkauft? Wie gut funktioniert es? Und ich würde es für euch austesten, wenn ihr Bock drauf habt. Wie das Ganze funktioniert, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ich das testen soll. Dann mache ich dazu auch ein Video. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Manchmal wäre ich gerne eine Hexe, die einfach nur so schnippt und dann ist es alles weggeräumt. Aber nein, ich bin ein normaler Mensch und ich muss das händisch machen. Gar keinen Bock. Zum Glück habe ich heute nur Blusen gemacht. Stellt euch vor, es wäre mein ganzer Kleiderschrank. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Gut. Übrigens, mein Bruder hat beim letzten oder vorletzten Video dazu gesagt, so, hey, du hast Busen gesagt, du sortierst deinen Busen aus. Da ist doch gar nicht so viel da zum Aussortieren. Ich hatte darauf jetzt wenig Einfluss, wie viel Busen in meiner Familie verteilt wird und dass er mehr hat als ich. Da kann ich einfach nichts für, ne? War das jetzt gemein? Vielleicht ein bisschen Geschwisterliebe. Okay, let's go. We're starting with der ersten Bluse. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Akzent sein soll. Ne, ich zeig's euch nicht. Ich komme mir ein bisschen albern vor, das zu machen, aber ich möchte auch nicht, dass meine Nippel im Internet sind. Schön, dass wir noch Grenzen ziehen. Wir nähern uns langsam den...